Ist die Mimi? Sind die süß? Die wurden Schildkröten geklaut? Oh, wir dürfen jetzt bei einer echten Auswilderung dabei sein. Hallo bei 9,5. Ich bin heute für euch auf geheimer Mission unterwegs. Ich besuche nämlich eine vom Aussterben bedrohte Tierart. Und zwar die einzige Schildkrötenart, die in Deutschland noch auf natürliche Art und Weise vorkommt. Die europäische Sumpfschildkröte. So sieht sie aus. Und warum es dabei streng geheim zugehen muss, das erfahrt ihr jetzt. Ich bin in Brandenburg und besuche die Naturschutzstation Rhinluch. Hier in der Nähe leben die letzten Sumpfschildkröten Deutschlands. Und das ist Norbert Schneeweiß. Er leitet ein Schutzprojekt, bei dem Schildkröten gezüchtet und ausgewildert werden. Und was ist jetzt genau an dieser Station streng geheim? Ja, streng geheim sind die Wiederansiedlungsgebiete. Wir möchten also nicht, dass da Tiere geklaut werden. Ja, es gibt leider immer wieder Tierklau, auch in freier Wildbahn. Und wir hatten hier leider auch schon Tierklau in der Naturschutzstation. Das heißt, hier wurde wirklich eingebrochen und hier wurden Schildkröten geklaut? Hier wurde in der Zuchtanlage bei Nacht und Nebel eingebrochen und 3 unserer wertvollsten Zuchtweibchen gestohlen. Aber warum klauen die Menschen die Schildkröten? Es gibt Menschen, die eben seltene Tiere gerne haben wollen in ihrem Gartenteich und sich ein Sammelsurium seltenster Tierarten zu Hause privat zulegen. Darf ich mal welche sehen? Na klar. Hier in der Tierschutzstation leben ungefähr 100 europäische Sumpfschildkröten. Am liebsten essen sie Schildkrötenpudding nach Art des Hauses aus Rinderherz, Fisch und Gemüse. Riecht, naja. Mal sehen, was die Schildkröten im Gehege dazu sagen, wenn ich damit ankomme. Das ist ja nicht zu fassen. Wahnsinn. Oh, ja, Raubtierfütterung. Das ist ein abgefahrenes Gefühl, so richtig. Wie viele freilebende Schildkröten gibt es denn eigentlich noch in Deutschland? In Deutschland gibt es mehrere tausend freilebende Schildkröten, aber das sind zu 99,9% ausgesetzte Tiere aus Gefangenschaft. Und leider werden viele dieser Tiere ausgesetzt, obwohl sie langfristig keine Überlebenschance haben. Und einheimische Sumpfschildkröten, die geschlechtsreifen Tiere, ja, mit einem Alter älter als 15 Jahre, das sind vielleicht nur noch um die 70 bis 80 Exemplare in freier Wildbahn. Oh, ja. Das ist ganz schön wenig, ne? Und das ist sehr, sehr wenig. Weiß man denn eigentlich, wo die europäischen Sumpfschildkröten in Deutschland leben? Ja, im Großraum Nordbrandenburg, der Süden Mecklenburg sind noch so Vorkommensgebiete der letzten Populationen. Vor einigen Jahrhunderten gab es noch richtig viele europäische Sumpfschildkröten in Deutschland. Doch dann haben wir Menschen sie regelrecht weggefuttert. Im 17. und 18. Jahrhundert landeten die Schildkröten tatsächlich oft auf dem Teller. Vor allem vor Ostern, denn in der Fastenzeit war Fleisch bei frommen Katholiken strengstens verboten. Fisch war aber erlaubt. Und weil die Schildkröten im Wasser leben, wurden sie einfach als Fische gezählt. Sie waren also als Speise in der Fastenzeit erlaubt und sehr beliebt. Die europäischen Sumpfschildkröten wurden damals massenweise gefangen und dann auf Märkten verkauft. Damit es bald wieder mehr Schildkröten gibt, werden in der Schutzstation in solchen Brutkästen Schildkröteneier ausgebrütet. Unter den sicheren Bedingungen hier können möglichst viele Babys schlüpfen. Und? Da ist eins offen. Wir haben Glück. Wunderbar. Das ist ja krass. Also da ist eine Schildkröte geschlüpft. Da haben wir schon mal großes Glück. Wie abgefahren, dass die jetzt gerade aus diesem Ei geschlüpft sind. Sind die süß? Ich darf den Kleinen beim Umzug ins Aquarium helfen. Also einfach so an dem Panzer außen. Nicht fallen lassen und dann macht die ihre erste Macht. Hallo. Der Sprung ins kalte Wasser. Genau, auf die Wasserpflanzen. Sehr schön. So, da kannst du. Aber das heißt, ihr setzt die auch gar nicht direkt draußen aus, sondern immer erst hier? Diese Schildkröten brauchen noch 2 Jahre. Bis zur Aussetzung. Und dann ist der Panzer ausgehärtet, bietet auch schon einen gewissen Schutz. Also nicht mehr jeder Vogel, ein Eichelhäher oder ein Rabe kann die Schildkröte fressen. Aber auch ausgewachsene Schildkröten haben Feinde, zum Beispiel Waschbären. Das ist Schildkröte Bonnie. Sie hat einen Waschbärenangriff nur knapp überlebt und dabei ihre Hinterbeine verloren. Auch ihren Schwanz hat's erwischt.
sieht inzwischen wieder ganz munter aus. Sie frisst auch ausgezeichnet. Ist hier noch in einem Quarantänebecken. Ja, eine Zwischenhaltung, um das Tier jetzt wirklich auch gesund zu bekommen. Waschbären breiten sich seit ein paar Jahren in Deutschland immer mehr aus. Norbert zeigt mir Fotos, die einen Angriff auf eine Schildkröte zeigen. Wie kann man denn die europäische Sumpfschildkröte vor den Waschbären schützen? Das ist so insgesamt kaum möglich. Wir versuchen, die Nester zu schützen. Die werden von uns abgedeckt mit Gittermatten. Da kommt kein Waschbär mehr ran, auch kein Fuchs, kein Wildschwein. Außerdem werden so viele Schildkröten wie möglich ausgewildert. Und damit beginnt unsere geheime Mission. Norbert will mir einen Ort zeigen, an dem europäische Sumpfschildkröten in freier Natur leben und wo wir gleich einige Tiere in die Freiheit entlassen. Oh, wir dürfen jetzt bei einer echten Auswilderung dabei sein. Doch zuerst holen wir die Tiere bei der Auswilderungsstation ab. Auch dieser Ort ist streng geheim. Okay. Wir sind da. In der Station angekommen, sammeln wir die 6 Schildkröten ein, für die es gleich in die Freiheit geht. Sie sind 2 Jahre alt. Bevor es losgeht, vermessen, fotografieren und wiegen Norbert und sein Team die Tiere. So können sie später in freier Natur wiedererkennen und im Auge behalten. Jetzt müssen wir noch eine Weile fahren, uns durchs Gebüsch schlagen und dann sind wir an einem ganz abgelegenen Teich angekommen. Der perfekte Ort für die Schildkröten. Viel Spaß in der Freiheit, im Sumpf, im neuen Zuhause. Oh, ist das süß. Mir fällt der Abschied richtig schwer. Weg ist er. Tschüss. In die Freiheit. Ein gutes Gefühl, oder? Herrlich. Ja, so, du hast es geschafft. Alles geschafft. Ja, man hat es ja gerade auch schon gesehen, dass die sich direkt richtig wohlfühlen. Ne? Also wieso ist das so eine Wohlfühloase für die Schildkröten? Ja, die brauchen einmal diese Moorgewässer, das ist ganz wichtig. Ja, mit vielen Strukturen, Verstecken, schwer erreichbar. Da sind Sümpfe drumherum, da sind die einigermaßen sicher. Auch vor Fressfeinden, aber auch vor Tierklauen. Und dann die Gelegeplätze, ganz wichtig, in der Nähe der Gewässer. Das sind die Trockenrasen, die die Schildkröten brauchen, wo die Jungen dann auch schlüpfen können, wo viel Wärme ist an den Nestern und eben dieses Paradies mit viel Nahrung aus Sicht der Sumpfschildkröte. Ja, da haben sie auf jeden Fall einen wunderbaren Ort gefunden zum Leben, ne? Ja, und davon gibt es leider nicht mehr viele. Schuld daran sind wir Menschen, denn wir haben Sümpfe und Feuchtgebiete trockengelegt, um dort zum Beispiel Häuser zu bauen. Und wir haben Flüsse begradigt. Das hat dazu geführt, dass sie schneller fließen und die Tiere sich dort nicht mehr wohlfühlen. Europäische Sumpfschildkröten wandern außerdem gerne, um zum Beispiel Eier zu legen. Doch wir Menschen haben immer mehr Straßen und Siedlungen gebaut und so diese Wanderrouten durchkreuzt. Das bringt die Schildkröten in größte Gefahr. Wie alt können Schildkröten denn eigentlich werden? Also die, die wir jetzt ausgesetzt haben, waren ja 2. Die waren 2 Jahre alt und wenn die Glück haben, haben die noch 100 Jahre vor sich. Ach Quatsch, ja. So alt können die werden? Die zählen hier in Europa zu den ältesten Wirbeltierarten neben dem Menschen überhaupt. Aber dann braucht ihr aber auch eine ganz schöne Ausdauer in eurem Projekt. Wir haben das Projekt vor 25 Jahren angefangen und wir haben jetzt endlich die ersten Schildkrötenweibchen, die zur Eiablage wandern, die aus unserer Nachzucht in der Zuchtstation kommen. Und die jetzt ihre eigene Generation zeugen, und zwar nicht mehr in der Naturschutzstation, sondern in freier Wildbahn. Ich drücke euch die Daumen weiterhin und wünsche euch ganz viel Erfolg beim Projekt. Ja, vielen Dank, alles Gute. Ja. Tschüss. Tschüss. Was für ein mega cooler Tag und vor allem was für süße Tiere, oder? Wusstet ihr denn eigentlich, dass es in Deutschland noch freilebende Schildkröten gibt? Und habt ihr vielleicht noch Ideen, wie man die Schildkröten in Deutschland schützen kann? Schreibt mir doch einen Kommentar auf www.neuneinhalb.de. Tschüss und bis nächste Woche.